kommst du aber der Folge alles gleich. Wenn das Depp kommt, den knappst du mir vorher jetzt mal hinterher. Ich hab keinen Führerschein, ne? Ist egal, ist ja nicht dein Auto mehr. Ja, aber trotzdem. Aber YOLO. Er wollte meinen Rucksack sehen, hat er zum Glück nicht reingeguckt. Da liegen noch die ganzen Magazine und so drin. Ja, die Waffe darfst du ja behalten. Ja. Immer habt ihr nicht diese Wasserzeichen immer? Ich hab's schon wieder, ey. Keine Ahnung, mach halt mal Screenshot, dann kann ich später identifizieren, was das ist. Vielleicht ist das von irgendeinem DLC. Vielleicht hast du DLC-Kleidung an. Hm. Ja, hat er wahrscheinlich. Hm. Okay, wie Yugi schon vor der Aufnahme gesagt hat, wir kommen nicht dazu, was wir gesagt hatten. Ja, das ist doch immer so. Wir nehmen uns was vor, aber nein. Wir wollten eigentlich zum Waffenladen, damit wir uns eine Waffe kaufen können. Und wir wollten Delivery Mission machen. Was ist jetzt? Der Selby kommt jetzt in den Knast. Ja, ist doch viel besser so. Was hat der gemacht? Der ist einfach der Selby, glaube ich, oder? Der Selby hat doch den Yugi umgebracht. Der sollte doch seinen Rucksack hier. Ja, stimmt, Mord. Hat Gichit ihm auch recht, der hat mich jetzt heute schon zweimal getötet, der Penner, ey. Zweimal musste ich mich wegen dem neu ausrüsten. Gibt's ja Blinker? Q und E, glaube ich. Q und R. Junge, hier, ich hab noch einen Dollar. Ja, der Blinker ist richtig geil. Ah, danke für den Dollar, wow. Sehr schön. Wie wär's mal mit meinem Wasser oder so, oder was du mir sonst so geklaut hast? Ja, stimmt. Werkzeugkästen, aber hab ich, glaube ich, keinen Platz mehr, aber kannst du mir ruhig geben. Was? Du hast mal einen Dollar gegeben. Wasserflasche, okay. Hey, wo fährst du hin? Ja, da wo der ist, zum Eingang. Ach da. Ah, ich will nicht so sitzen. Ich will nach vorne gucken. Warte nicht aussteigen, ich sage, wenn ihr aussteigen dürft. Jetzt sitze ich neben dem hässlichen Opa. So, ihr dürft jetzt aussteigen. Ich starte den Motor aus. Aber schnell aussteigen, Waffe weg. Ich bin nie gefahren. Okay. Wie können wir lauschen? Halt dein Ohr hier an die Sandsäcke. Kommt man hier rüber? Bestimmt nicht. Nö, man rutscht, oder? Ich back mich gerade hoch. Hallo. Bist du durchgelaufen? Hilf mir. Komm mal mit Auto schnell hier hin. Oh, der hängt ja fest. Schnell mit Auto hier hin, Mikey. Ja. Schneller, der Boden, er kommt immer näher. Oh, oh. Nein, gleich nicht. Also, du hängst in der Luft. Jetzt stehst du. Okay, dann. Hab überlebt. Das macht Spaß. Und wenn wir aufs Gelände gehen, dann sacken die uns ein, oder? Ja, dann kommen wir erstmal in den Knast. Guten Tag! Achso. Familientreff! Wir machen gerade einen Urlaub. Ja, unser Kumpel ist gerade da drin. Und wir wollen den abholen. Wir wollen Familienfotos noch mit ihm machen. Ja. Wir sind hier nicht extra nach Griechenland gekommen. Ist das hier überhaupt Griechenland? War doch so, ne? Jo. Ja. Na gut. Hier ist ein Hase. Ist bei euch auch hier ein Hase da? Nein. Ja, doch. Bei mir ist der weiter da vorne. Ist der süß. Hier. Also, ich mag echte Hasen. Ich auch. Meine Schwester hat einen. Oh. Könnt ihr bitte lauter reden? Ich will auch hören, was die da sagen. Der Hase, der darf da durch. Guck mal, der hoppelt durch die Polizei. Guck mal, da ist er. Nein. Wieso fährt der jetzt? Der eine macht das Tor zu, der FBI fährt durch. Ey, Scheiße. Ah, Hilfe. Passen Sie auf. Sie haben einen Hasen überfahren. Der arme Hase. Hallo. Könnt ihr mir meinen Handabschlag nach? Klar, kein Ding. Oh, der Hase, er lebt noch. Quasi. Herr Jackson! Hi! Ich hab gestern Ihre Tochter geheiratet. Ja,
Das freut mich. Ja, mich auch. Papa! Papa! Guck mal, ich wurde befördert, ich bin jetzt beim FBI. Yogi? Ich hab keinen Bock, den zuzuhören. Ja? Musst du zu Haku kommen? Ich? Wir sind doch schon da. Ja. Wir sind doch alle hier. Okay. Ich verstehe da nix. Soll ich mich mal hier irgendwo verschanzen und einfach so schießen in die Luft? Ja, mach, aber... Obwohl, nein, Mann, hier sind zu viele. Das petzt nicht. Ja, wie machen wir, ja? Komm mal jemand mit. Ich gehe hier nicht alleine irgendwo hin. Ich habe eh keine Waffe. Ja, ich habe eh nur 30 Schuss. Mach mal ein bisschen Punk hier. Warte mal. Dann sind die abgelenkt. Scheiße, andere Seite bitte. Hier oben. Bitte. Oh nein, man kommt eigentlich in manchen rein. Aber die hier nicht. Ins Gebäude hier. Jo. Schnell, bevor der Heli uns sieht. Oh. Wo, oh, oh. Warte mal. Ach so, da ist Heli. Ich hätte fast auf den Heli geschossen. So, ich habe keine Munition. Mir kann man nichts nachweisen. Leute, hier stehen gerade 6 oder 7 am Eingang und die beachten euch gar nicht, dass ihr da rumschießt. Wow. Zu weit weg, hä? Haben die das gehört? Hast du das gehört? Ja, die müssen das gehört haben. Geh rein, geh rein, geh rein, geh rein, geh rein. Hallo, was? Hast du die Tür zugemacht? Nö. Ja, das ist mein Kollege da drin. Wir wohnen hier drin. Nee, der Yogi bin ich nicht, aber ich kann ihn zu den Yogi bringen. Kommen Sie mal mit. Was wollen die von mir? Ach so, wegen, weil der mich überfahren hat, der Trottel. Yogi, das ist sein Spitzname, der heißt eigentlich Hans. Das ist sein Bruder, wurde überfahren. Ich komme mal zu euch. Wow, wow, wow. Hans Duck! Hans! Ja, ich komm! Hans! Hallo! Hans. Ja, guck mal! Da ist er, ja! Hans! Hallo! Der Herr, der will was von dir! Ich möchte einmal Ihre Bestätigung. Hat der Herr Sie überfahren gehabt? Der hier. Der? Warten Sie mal. Warten Sie mal. Sagen, dein Bruder würde überfahren. Warten Sie mal. Die sehen ja alle gleich aus. Hat er sie überfahren, oder? Ich glaube schon. Aber der hat jetzt eine Brille auf. Vorher hat er keiner gehabt. Du hast dich ganz schön in die Pfanne. Hallo. Hä? Der hat mich überfahren. Hallo. Ich glaube, der Kollege kann nicht reden. So, ich habe vergessen zu drücken. Ja. Der hat jetzt aber eine Brille auf. Der hat mich, glaube ich, versehentlich überfahren. Kollege, stellen Sie, dann hast du schon das Ticket für 20.000 ausgestellt? Nein, der hat nicht so viel Geld. Ich habe gefragt, ob ich nicht bezahlen kann. Aber die 20.000, die gehen eigentlich an mich. Schmerzensgeld, ich kriege ja nur 20.000. Das ist ein Ticket von dem Herrn hier, oder was? 20.000 Euro Schmerzensgeld hätte ich gerne von dem Kerl hier. Dann wird das Ticket auch auf 20.000. Ich bekomme 20.000 von Ihnen. Von mir? Ne, Kollege, folgendes. Wenn der Herr hier. Kollege, wenn der Herr hier. Hallo, wir können alle zusammen gemeinsam singen, aber nur einer kann reden! Wenn Sie mal auf die Düsen, Warst du leise? Ich darf hier reden, Nee. Du. Nee. Dann muss der Herr. Ja, genau. Ich gehe jetzt. Entschuldigung! Wenn ich mal einen Vorschlag machen dürfte, der Typ da, das ist zwar mein Kollege, aber der ist ständig im Vollrausch, ja. Hier Heroin, da Heroin, ja, der müsste mal in die Zelle für ein paar Tage und ein bisschen von seinem Trip runterkommen. Ja, also Sie wollen nicht für Ihren Kollegen jetzt 20.000 zahlen? Ich hab für den schon genug gezahlt. Ich auch. Ein Auto! Die Parkgebühren! Entscheidet jetzt bitte schnell, ansonsten wird der Herr. Ansonsten
mit der Herr ins Gefängnis wandern müssen. Wie lange? Und für wie lange? Die letzte Fuhre Koks musste ich für den auch bezahlen, weil der wieder blank Was für Koks? Was? Was ist das für mich? Opa, du verkaufst nur, also, das ist der Koks. Also, jetzt mal kurz Ruhe, hallo. Ach ja, so mach ich mal alles. Dankeschön. Also folgendes. Würde für den Herrn jetzt ungefähr 20.000 zahlen? Ja, okay, ich mach das. Das stelle ich dir irgendwann in Rechnung. Wir müssen Sie einmal fesseln, damit Sie das bezahlen können. Ja, machen Sie das aber. Wäre schon cool gewesen, bitte, dass wir immer einen rausziehen können. Mit Rettungsaktion. Ich hoffe, wir sind locker. So. Ich krieg das. Wie geht das mit diesen? Mörder. 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 Zwei Mörder. Sebi, du bist ein Mörder. Du hast mich getötet. Zweimal, zweimal, zweimal. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Du Mörder, du Mörder, du Mörder. So, dann die Rechnung kommt. Ja. Bis dann. Ja, bis. Tschüss. So, du weißt ja, wenn du irgendwann mal wieder zur Kohle kommst, ne? Das geht in meine Tasche. Ja. Mensch, du. Weil ich nicht schon alles für dich bezahlt hab. Das Auto. Ich steig dir mal ein. Die Fuhre Koks, wo du immer noch was von hast. Opa. Opa, Sebi, du hast echt eine Menge Blowjobs vor dir, also ehrlich, wie mit dem Koks, du Nutte. Hallo, ich hab keinen Angst. Du, aber jetzt lass uns zum Waffenhändler fahren. Jetzt fahr nicht wieder den Opa um hier, warte. So, ich steig lieber ein, bevor ich noch überfahren werde. So. So. Die Folge geht's bis 11, mach jetzt hier eine Aufnahmepause, dann brauch ich mir nicht so viel schneiden. Tschüss. Tschüss.